Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play von The Sims 4. Und jetzt ja nicht mehr Großstadtleben, sondern Vampire. Beziehungsweise, ja, so ein bisschen beides. Zumindest mit ihr hier. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, weil ich mir keine Namen merken kann. Und eben als ich das Spiel gestartet habe, ist mir aufgefallen, dass die Vampir-Sims so ein cooles Ding da drum haben. Dort finde ich ganz lustig. Und das Haus hat übrigens doch ein Dach. Ich glaube, in der anderen Aufnahme habe ich das Dach nicht hochgeschaltet. Ich will mir das jetzt mal angucken, das Haus. Das habe ich noch nicht gemacht. Entschuldigt mein Englisch, so. Ich glaube, wir müssen nämlich auch noch ein bisschen Sachen umbauen, weil. Ja, es ist halt, ne? Hier noch nicht nach den Leuten entsprechend eingerichtet. Ich habe ja nichts. Ich habe nicht mehr gespielt, seit ich das jetzt mal aufgenommen habe. Obwohl ich das voll gern getan hätte, aber ich will dieses ganze Vampirzeug halt, sozusagen mit euch zusammen entdecken, beziehungsweise ich will das aufnehmen, weil ich das lustig finde, so die ersten Reaktionen. Das Haus ist viel zu klein für so viele Leute. Ja, gut, was mache ich denn? Was mache ich denn da jetzt? Mal an sich finde ich das mega cool, gerade hier mit dem Zeug hier draußen. Das kann man bestimmt, ja, das kann man dann überall aufhängen. Das ist sehr cool. Auch das hier mit dem Efeu und so. Das gab es jetzt auch schon mit dem Freunde-Dings. Ich beschäftige mich, also ich habe mich noch nie so viel mit Bauen beschäftigt, obwohl ich das immer mega faszinierend finde. Deswegen, ja. Kenne ich mich damit nicht so aus. Oh, wie cool. Spinnweben. Und so Risse und so. Das ist mega cool, dann kann man das auch, ja, irgendwie realistischer teilweise, sag ich mal, gestalten. Ach ja, hier sind auch noch die ganzen Sachen von dem Kinderzeug. Ich klicke die mal alle an, damit die mir hier nicht immer als neu angezeigt werden. Da muss ich mich ja auch noch genau mit beschäftigen mit dem ganzen Kinderzeug, weil ich das auch mega cool finde. Aber dafür mache ich dann ja nochmal eine neue Familie, die dann irgendwie zwei, drei Kinder oder so haben, damit ich mich da so ein bisschen mit austoben kann. Jetzt muss ich hier aber erstmal gucken, wie ich das genau machen will. Und das könnte ja das einfach das Schlafzimmer des Vaters sein. Wobei ich das gerne etwas düsterer hätte. Dankeschön. Weil der ja, wie gesagt, so sehr sein Vampir-Dasein lebt. Ich könnte das einfach rot machen. Hier gibt es ja auch noch andere düstere Farben. Das passt vielleicht besser. Und, ups, das wollte ich nicht. Den Boden auch. Wie dunkel. Und die Türen vielleicht auch. Was? Warum denn nicht? Gibt's das so? Das gibt's gar nicht in einer anderen Farbe. Das finde ich aber doof. Warum gibt's das nicht in einer Farbe? Schlicht die Tür. Ach so. Das hat so zwei Dinger. Ja, egal. Ich nehme das hier jetzt. Und mache das hier alles mal ein bisschen. Ist nicht auch irgendwie. Gibt's in Schwarz? Kann ja auch irgendwie so ein, ne, so ein, finde ich eigentlich ganz cool. Der ist ja so, das passt halt Vampire und so, ne, der ist noch aus den alten Zeiten. Kann ich das nicht auch einfach so umfärben? Nein. Weil ich finde, das sieht hier momentan noch etwas zu modern aus. Welches ist das denn jetzt? Ja, genau das hier. Kann ich hier auch ändern. Ich könnte zum Beispiel auch das hier einfach nehmen. Soll alles so ein bisschen. Ich meine, klar, die sind zwar irgendwie ärmer geworden jetzt. Und können sich dadurch nicht mehr so das mega Schickste leisten. Weshalb die jetzt in so einer Bruchbude wohnen, habe ich mir so ausgedacht. Und, gut, hier mache ich ruhig braun. Ja, deswegen, das heißt aber ja nicht, dass sie das nicht trotzdem auch so weit gestalten, wie sie halt können, ne? Das schließt sich ja nicht unbedingt aus. Ich das dann doch einfach alles braun machen. Ich bin nicht überzeugt. Dann hätte ich hier. Also sie holen halt noch das Beste raus, sag ich mal so. Und allgemein will ich das gern alles ein bisschen düsterer. Aber halt trotzdem noch irgendwie. Ja, so ein bisschen klassisch halt irgendwie. Oh, das passt gut. Es sieht halt auch gleich sofort so ein bisschen edler aus, einfach wenn man die Sachen dunkel macht. Das finde ich immer sehr lustig. Hier fehlen noch so Handtücher und sowas.
Das sind zwar nur Deko-Gegenstände bei Sims, aber es ist ja doch. Es ist einfach mega cool mit den Gestaltungssachen, okay. Das sind so Handtücher und so Zeug. Was hier? Das sind auch noch neue Sachen, die ich mir irgendwann mal angucken will. Ich muss auch unbedingt mal endlich mit den Häuserbauen weitermachen. Weil nachdem ich hier von Honeyball, Honigball, wie auch immer, ne, ich gucke sie noch nicht so lange. also in meinem Kopf nenne ich sie immer Honey. Wie gut sie Häuser, also ich habe gesehen, wie gut sie Häuser bauen kann. Und auch wenn sie selber sagt, dass sie das nicht kann. Aber dadurch kriege ich Komplexe. Meine Gammelhäuser, also ich habe auch bisher ja nur die Gammelhäuser gemacht. Das sind halt nicht so schöne. Oh, hier gibt es auch sogar extra was dafür. Ich könnte auch einfach mal das anzeigen. Und denn das sind auch so Sachen alles, was ich vorher nie gemacht habe. Ach Gott, ich habe jetzt keinen Bock, das alles anzuklicken. Ist hier sonst noch irgendwelche Badezimmerdeko? Hier gibt es ja auch Waschbecken und sowas. Cool. Aber ich glaube, dass die hier billiger. Ja. Ist das ein Schminktisch? Eine Orgel, okay. Kann man machen. Nein, wie cool. Jetzt hätte ich jetzt. Ich hätte ein Kind machen können. Ein Kind Vampir. Ein Vampirkind. Warum habe ich das nicht getan? Weil ich nicht darüber nachgedacht habe. Was ist das hier? Ein Wunschteppich? Vielleicht auf dem Flur? Nein. Irgendwie nicht. Vielleicht unten. Aber sonst, Gekko ist natürlich auch Särge. Nicht zum Schlafen. Der könnte halt auch einfach einen Sarg haben, ne? Passt ja eigentlich besser. So ganz in Schwarz. Passt hier, okay, passt hier doch hin. Ich stell das mal ein bisschen um. Der Sarg nimmt so viel Platz weg. Nicht, aber das geht. Warum nimmt er so viel Platz weg? Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Ich entferne das mal. Vielleicht habe ich hier irgendwas Cooles, auch wenn das ein bisschen teurer ist. Es ist immerhin das Familienoberhaupt. Der ist, keine Ahnung, Kamin. Der kann ruhig. Nein, wie geil. Echt irgendwie an alles. Sie haben echt irgendwie an alles gedacht. Das finde ich sehr cool. Hier gibt es hier jetzt auch irgendwie einen Schrank. Mein Ohr juckt. Oh Gott. Ich habe immer das Gefühl, Haare im Ohr zu haben. Das ist nicht schön. Also, dass Haare in mein Ohr hängen, ne? Nicht, dass da Haare drin wachsen. Gibt's keine Kommode. Keine Kommode. Nein. Okay, dann kriegt er einen Schrank. So. Und alles anzeigen. Da waren doch auch so Lampen. Wo sind die? Hier ist die Stehlampe davon. Hier solche. Huch. Und die dann vielleicht mal in Rot. Und hier ist noch Kronleuchter. Vielleicht könnte ich so einen hier irgendwie. Ich hätte gerne einen großen Kronleuchter. Also so ein großes Ding. Mir fallen mal wieder keine. So, Stehlampen. Kronleuchter, was ist das hier? Das geht natürlich auch. Sehr cool. Was gibt es denn sonst noch so für Bilder oder so? Natürlich hier die ganzen Risse und so. Was ist das? Ja, es ist ja gar nicht gruselig. Und so fett. Das passt auch nicht so gut. Der Vater mag ja ein Vampir sein, aber der steht da schon auch so ein bisschen, ne? Also, ne, das muss ja schon. Ist jetzt nicht so mega geschmacklos, sag ich mal. Was ist mit denen hier? Ich hab den Cheat doch gar nicht an, warum? Okay. Das passt hier vielleicht besser hin.
Rosen. Sehr hübsch. Gut, das ist jetzt ein bisschen kahl. Vielleicht gibt es noch irgendwie einen Teppich. Einen halben Teppich, okay. Ach so, das ist so ein... ich verstehe, das könnte man zum Beispiel hier hin machen. Die Frage ist nur, wie? Jeweils auf jeder Seite? Ich gebe jetzt gerade voll viel Geld aus, nur für den Vater, und habe das Haus noch nicht mal umgebaut, dass die Kinder da auch wohnen können. Ich mache es einfach mal auf jede Seite. Yay. So, dann baue ich dann einfach hier oben noch weiter aus. Würde ja vielleicht Sinn machen. Aber die Musik ist gut. Ich überlege gerade, ob ich hier vielleicht so... Das wird jetzt wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Hier gibt es auch neue Säulen und so. Das mit dem hier habe ich auch nochmal noch nicht ganz verstanden. So, das brauche ich aber nur ganz klein. Noch kleiner. Es wird halt nur die... Ich kann nicht sehen. Nur die Säule draufstehen. Und hier drüben dann nochmal. Müsste richtig sein. Ha. Nein, ist nicht richtig. Verdammt. So. So, kopiere ich hier mal die. So. Und hoch. Ich wollte doch nur das Holz da drauf, geht das nicht. Hier auch irgendwie, ja, sehe ich hier schon. Von Peak. Alle? Nicht sowas einfach. So. Dann die natürlich nicht in die Mitte gehen. Willst du mich verarschen? Eigentlich müsste das doch. Warum geht das denn nicht? Ich komme mir verarscht vor. Es muss doch in die Mitte gehen. Warum geht das denn nicht? Kann ich das dann theoretisch noch kleiner machen? Ich glaube nicht. Aber warum? Da geht das, aber hiermit nicht. Na egal, stelle ich da doch irgendwas drauf oder so. So, jetzt müsste ich, ja, hier oben. Das Ding ist nur, das Badezimmer aus dem Weg. Ich habe hier ein Schwierig. Kann ich denn nicht das irgendwie umbauen einfach? Jetzt ist die Tür natürlich weg. So, das ist eigentlich von Vampire. Wobei, es warten diese Tür gerade von Vampire. Vampire, die ist ein bisschen fett. Die hier vielleicht? No. Das hier kommt dann halt jetzt hier drüben hin. Was fand ich eigentlich? Hier drüben haben wir es. Dann ist da die Treppe im Weg. Ist halt alles ein bisschen unverteilt. So hat er halt nur die Lampe da drin.
Ist mir jetzt auch egal. So. Achso, ich dachte gerade, das wäre ein Schrank oder sowas. Ich weiß auch nicht. So. Dann bringe ich mal die Fenster hier noch hoch. Es sind sehr viele Fenster in diesem Haus. Ist eigentlich, also, ne, eigentlich ist es ein bisschen unvorteilhaft für Vampire. Versuche ich mal daran so ein bisschen zu sparen. So. Das macht nämlich vielleicht mehr Sinn. So. Und hier oben kommt dann ja noch. Ich glaube, hier brauche ich erstmal gar keins. So. Kann ich denn jetzt einfach. Ja. So. Ich muss mal eben kurz hier im Badezimmer nochmal gucken. Weil hier ist jetzt alles chaotisch und die haben auch keine Tür mehr. Schläft mein Po ein. Das finde ich, also meine eine Probacke und meine Beine, das finde ich nicht nett. Ja, eine Glastür natürlich. Ist die nicht auch noch an? Gibt's immer in den Dunkelraum, nehme ich doch die einfach. Das ist ja auch so ein bisschen abgeranzte Tür. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen zu groß. Kann ich das hier mal ein bisschen kleiner machen. Und dieser Moment, wenn man spielen will eigentlich und dann auf einmal die ganze Zeit am Rumbauen ist. Hallo? Nein! Das wollte ich nicht. Mann. Irgendwie ein Knick in der Optik. Nein. Was mache ich hier? Da ist es nicht. Runter. So, jetzt. Ich kann irgendwie nicht richtig gucken. So. Irgendwie. Das irgendwie ein bisschen gleich groß aufteilen. Ich meine, sie wird dann ja eh wieder ausziehen. Ist ja an sich dann auch egal. Sie kann ja auch das kleine Zimmer haben. Funktioniert hier einfach überhaupt nicht mit den Pfosten. Das frustriert mich. Ist das hier eigentlich? Das ging mal bei uns drei. Aber vielleicht kann ich auch einfach. Ach, die sind auch neu. Das ist ja cool. Nee, ich will hier unten. Ich will hier unten. Ja schon ein bisschen fett, ne? Die Dünne. Ich verstehe manchmal nicht, warum das nicht dazwischen geht. Wahrscheinlich, weil hier unten kein Boden ist, aber wenn ich. Ich könnte das hier unten einfach einzäunen oder sowas. Vielleicht geht das dann, ich weiß es doch auch nicht. Aber
Dass die hier so einen kleinen eingezäunten Gartenbereich haben. Ich weiß auch nicht. Why not? Ich dachte, vielleicht gibt es das in einem Schrank. Ich nehme das Zeug hier rein. Das ist ruhig. Das dann da rein. Ganz bisschen finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ich lasse mal an. Eigentlich keinen Sinn, hier vorne auch ein bisschen zu machen. Kann ich denn da überhaupt ein Tor anmachen? That's the question. Nein, kann ich nicht. Ja, ich war gerade zu faul, einfach den Zaun wieder zu entfernen. Weil mich stört das hier mit dem. Naja, egal. Kurz das Dach fixen, weil sonst vergesse ich das später. Das vielleicht auch irgendwie in der dunkleren Farbe. Nein, dann könnte ich eigentlich auch nicht. In schwarz zum Beispiel. Ist das schon schwarz? Wie kann das schon schwarz sein? Das ist schon schwarz, aber es sieht nicht aus wie schwarz. Okay. Dann lass ich es halt so. Will ich das. Ah, das habe ich spielen. Moment. Das ist nicht eigentlich mega cool. Ich hätte es nur nicht so hinbekommen, wie das hier aussieht. Ist es überhaupt das Zeug? Das ist einfach nur das Gleiche. Ist jetzt weiter hier drin. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt an der Tür hingehen müsste, aber eigentlich. Die ist noch so teuer. Ich glaube, hier kann ich jetzt auch die nehmen. So, ich mach mal. Nicht, dass sie dann da am Ende nicht durchgehen können, aber das können sie anscheinend. War das nicht? Die ist auch neu. Er war ja schon so ein bisschen der coolere Vampir. Das habe ich mir gemerkt. Jetzt hängt der Baum hier voll ins Haus. Das finde ich ja nicht so nice. Er hängt immer noch voll ins Haus. Ich kann ja dann mal hier unten irgendwie. Was ist das hier? Natürlich nicht.
Nein. Es wird jetzt Jahre dauern, bis ich das Richtige finde. Ist das hier? Nein. Das hier? Nein. Ist das schon? Ja. Ich hab's gefunden. Und hier kann ich dann ja einfach einen Busch hinstellen oder so. Ich meine, hier gibt's ja schon coole neue Sachen. Das ist der Baum. Der ist zu groß. Ach so, Büsch. So. Genau. Die Tür ich dabei, ihr könnt hier noch ein bisschen was davon nehmen. Jetzt muss ich das wieder anmachen. Und an. Ging das nochmal mit dem Fuß so ein kleines? Ich weiß es nicht. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich kann's mal kurz googeln, wo auch immer mein Handy ist. Dann halt nicht. So, Hanni hat sich letztens in dem einen jetzt per beschwert, dass immer alles irgendwie zu groß ist. Ich finde jetzt gerade alles zu klein. Das kann nicht sein. So, was kann sie? Eigentlich hier so ein bisschen abgeranzt ist. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Ist auch abgeranzte Tapete. Fußboden. Da, Teppich. Nicht Tapete. Das hier davon. Ich will, was das genau dazu passt. Ist das? Anscheinend nicht. Ist auch nur in der einen Farbe. Ja gut, dann lasse ich das halt erstmal so. Ja, also er sollte dann ein normales Bett am besten haben. Komfort. Das können wir uns nicht mehr leisten. Einfach so was irgendwie. Mach mal wieder was. Jetzt hier irgendwas Neues. Und die Orgel und die Bar. Okay. Licht vielleicht erstmal.
Achso.